dass ich daran liebe, Spider-Man zu sein? Einfach alles. Sag nichts. Ich weiß schon. Ich könnte etwas abschmecken. Das erschütterte Opfer sagte: Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre Spider-Man nicht gewesen. Ich glaube, ich hatte genug Kaffee. Ein Unternehmer meldet Unruhestifter auf seinem Parkplatz. Hast du gerade die Frau, die... Wie wär's mit einer Dance-Battle? Ich könnte etwas Action vertragen. Und Spidey erhält die volle Punktzahl. Fühlt sich immer gut an, den Müll rauszubringen. Wieder hat Spider-Man bewiesen, dass kein Verbrechen zu klein ist, um ihn zu interessieren. Irgendwann begeht niemand mehr Verbrechen und dann weiß ich nichts mehr mit mir anzufangen. Hey, Spidey! Kannst du mir helfen? Da ist Gefahr. Ich spüre es. Versuch mich nicht zu erwürgen, okay? Bada-bing! Gibt's da eigentlich noch offene Jobs in deiner Branche? Das erschütterte Opfer sagte: Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre Spider-Man nicht gewesen. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das darf ich nicht vergessen.
Dürfte ich dich wegen ein wenig Hilfe belästigen? Da ist Gefahr. Ich spüre es. Versuch mich nicht zu erwürgen, okay? Das erschütterte Opfer sagte: Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre Spider-Man nicht gewesen. Viertel von New York. Und die bösen Jungs wissen das. Harlem erlebt seinen zweiten Frühling, aber es gibt immer noch Gangs, was bei einem Bandenkrieg nichts Gutes bedeutet. Hey Spidey, ich könnte jetzt echt einen Freund gebrauchen. Da ist Gefahr, ich spüre es. Hey, ich bin kein Pferd. Hau mir nicht die Hacken in die Seite. Das erschütterte Opfer sagte: Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre Spider-Man nicht gewesen. Großartig, aber manchmal bin ich besonders großartig. Verfügbare Einheiten bitte auf Unruhestiftung reagieren. Verdächtige könnten bewaffnet sein. Leute, ich hab ihn! Daran werde ich lange denken. Nicht an den Kampf, sondern wie gelangweilt ich bin. Die Maske macht mir keine Angst! Ich hab schon gegen Härtere als dich gekämpft. Ich fühle mich schon fast wie ein Rumpel. Thank you.
Wie sich herausstellte, waren viele der von Spider-Man gefangenen Kleinkriminellen wegen schwerwiegender Verbrechen gesucht. Eines Tages werde ich gemütlich ganz ohne Gewalt durch die Stadt schwingen. Heute ist offensichtlich nicht dieser Tag. Hey, Spidey! George Stacy hat viel von dir gehalten. Wie wär's mit etwas Hilfe? Okay, reiten wir in den Sonnenuntergang. Sogar in New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen. Das erschütterte Opfer sagte: Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre Spider-Man nicht gewesen. Das wird dich wachrütteln. Okay, reiten wir in den Sonnenuntergang. Daran könnte ich mich gewöhnen. Du solltest Tickets verkaufen. Das erschütterte Opfer sagte: Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre Spider-Man nicht gewesen. Den Leuten wird bald die Luft ausgehen. Ich komme. Immer weiter rufen. Bitte! Ich sitze hier fest! Mein Bruder, Mann. Nur noch ein paar Sekunden. Alleine komme ich hier nicht raus. Was hältst du davon, hier zu verschwinden? Sehr gut gemacht. Jede Sekunde zählt. Hey, ich kann die Fluchtwege nicht erreichen.
Spider-Man, du bist cool. Der Feuerwehr zufolge hätte es ohne Spider-Mans Hilfe bestimmt Todesfälle gegeben. Die Museumsmeile der Upper East Side war schon immer bei Schurken beliebt. Ich halte besser die Augen offen. Ich habe ja über ein Cape nachgedacht, aber das wäre albern. Turbo Boost! Komm zu Papa. Gramercy hat ein aktives Nachtleben und die Bösen lieben das. Noch mehr so Tage wie dieser, dann werde ich die unfreundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Genau dich wollte der alte Stan heute sehen.